Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass der Kern der Maut ist doch die Zweckgebundenheit, dass wir eine zweckgebundene Finanzierung für Infrastruktur schaffen. Das ist doch der Sinn der ganzen Aktion und das ist auch sinnvoll und notwendig, dass wir das machen. Und das hat nichts mit der CSU zu tun. Die hat sicherlich das Thema aufgebracht. Aber der Sinn und Kern des Elements ist, dass wir eine zweckgebundene Infrastrukturabgabe machen. Und wir wollen die Leute entlasten. Und ich spreche ja hier als Finanzpolitiker. Und das Ganze muss man in einem Konstrukt sehen, der Finanzierung für Infrastruktur. Und wir haben ja schon mehrere Gesetze beraten. Gestern haben wir uns mit der sechsten Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes beschäftigt. Da geht es ja darum, dass wir Zulassungsverfahren ändern werden und im September 2018 neue Zulassungsverfahren bekommen werden. Und wir haben Euro 6, und das ist ja die wesentliche Änderung, die jetzt gekommen ist, dass Euro 6-Fahrzeuge deutlich mehr entlastet werden, als das vorher der Fall war. Und das ist eine Änderung, die mit Europa gemeinsam erarbeitet worden ist. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, weil es die ökologische Wirkung auch der Infrastrukturabgabe natürlich noch mal herausstreicht. Und wir haben das zweite Verkehrssteueränderungsgesetz, was mit in diesem Paket ist. Und darauf möchte ich vielleicht ganz kurz eingehen. Was ändert sich? Die Euro 6-Fahrzeuge werden deutlich stärker entlastet, als das bisher der Fall war, nämlich noch mal um 100 Millionen Euro zusätzlich. Vielleicht machen wir das an zwei Beispielen mal deutlich. Sie wissen alle, die Kfz-Steuer setzt sich aus zwei Elementen zusammen, nämlich einmal dem CO2-Anteil und dem Hubraumanteil. Und das ist natürlich unterschiedlich für Diesel- und Benzinfahrzeuge. Und jetzt, was neu ist, es gibt einen einmaligen Entlastungsbetrag und es gibt einen dauerhaften Entlastungsbetrag. Und die Deckelung für diesen Betrag liegt bei 130 Euro. Stellen Sie sich mal vor, der Herr Schwarz fährt einen roten Polo, 1200 Kubik, Euro 4. Das heißt, 1200 Kubik, der CO2-Anteil für der Steuer ist 28 Euro, Hubraum macht 24 Euro, sind 52 Euro. Er bekommt jetzt eine Entlastung durch die Infrastrukturabgabe bzw. durch die Änderung der Verkehrssteuer von 29,40 €. Das ist nämlich genau das, was er auch an Infrastrukturabgabe zu zahlen hat. Und wenn er ein Euro 6-Fahrzeug hätte, dann wäre diese Entlastung höher. Und das ist genau der Sinn dieser Änderung. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir die Änderung machen. Nehmen wir mal an, der Kollege Bilger hat einen schwarzen BMW 730, Diesel Euro 6-Fahrzeug, 3000 Kubik. Ja, und da erkennt man schon die Lenkungswirkung der Kfz-Steuer, denn er zahlt 391 Euro Steuer. Also Herr Schwarz 52 Euro, 391. Und das liegt natürlich am Hubraum und CO2. Wenn man das jetzt ganz durchrechnen würde, wäre er als Euro 6-Fahrzeug, würde er 163 Euro Entlastung bekommen. Zusätzlich, das wäre also eine deutlich höhere. Da es aber bei 130 Euro gekappt wird, ist für ihn sozusagen keine Veränderung da. Das heißt, die Lenkungswirkung gilt vor allen Dingen für kleine Euro 6-Fahrzeuge, die dadurch eine zusätzliche Entlastungswirkung haben. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich auch genau das, was wir damit anstreben. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass wir diesen Weg gehen. Ich möchte noch mal einen weiteren Aspekt anführen. Der Zoll ist seit 2014 für die Kfz-Steuer zuständig. Und er hat natürlich mit der Einführung der Infrastrukturabgabe auch neue Aufgaben. Wir rechnen damit, dass es etwa 32 Millionen Euro kosten wird. Man muss sich vorstellen, wir müssen 16 Millionen änderte Kfz-Steuerbescheinigungen Bescheide machen. Das ist natürlich eine erhebliche Zahl, aber es ist eben ein einmaliger Aufwand, der sich lohnt, weil, wie gesagt, dann haben wir das erste Mal eine zweckgebundene Infrastrukturfinanzierung. Wir haben natürlich auch, wahrscheinlich müssen die Leute vom Zoll Fragen beantworten, Einsprüche werden natürlich auch sein. Man rechnet immer so mit 10% etwa, sodass wir nach 12 Monaten gesagt haben, schauen wir uns das Ganze noch mal an, ob die Belastung des Zolls auch im Rahmen dessen ist, was wir uns erwarten. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal darauf hinweisen, wir sind ein Mittelstandsland und Mittelstand ist immer dezentral organisiert. Und deswegen ist eben Infrastruktur so wichtig für unser Land. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Ländern. Und deswegen, meine Damen und Herren,
ist diese zweckgebundene Infrastrukturabgabe eine sinnvolle Sache, damit wir nämlich wettbewerbsfähig bleiben. Und deswegen bitte ich Sie auch, konstruktive Beiträge zu leisten in den weiteren Beratungen und nicht einfach immer nur mit ideologischen Diskussionen. Dass die Grünen nicht unbedingt die Infrastrukturpartei sind, das zeigen Sie auch in Schleswig-Holstein immer. Das ist aber nicht mittelstandskonform. Und wenn Sie im Wahlkampf immer behaupten, Sie wären für den Mittelstand da, dann sollten Sie das auch in solchen Möglichkeiten, in solchen Debatten einmal herausstreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Beratung. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion.